Also, warum setzen wir auf Wasserstofftechnologie? Das Thema ist, wir wollen Ende 2023 CO2-neutral sein. Und das schaffen wir nicht mit einer Technologie, sondern mit einem Mix aus verschiedenen Technologien, unter anderem eben Wasserstoff, aber auch Biodiesel, Kombiverkehr, LNG. Später können wir dann auf LNG umstellen auf Biogas. Ja, es braucht einen Strauß an Initiativen und Wasserstoff ist sicher eine ganz tolle Initiative. Ist noch ein Exot im Markt, aber wir wollen halt einfach auch dort zu den Pionieren gehören. Ja, Rivella ist eine rotrichte Firma. Rivella ist eine Familienunternehmung. Wir sind eine Familienunternehmung. Ich liebe Familienunternehmungen. Beide engagieren sich für eine Schweiz, für eine gute Schweiz. Und darum bin ich der Meinung, das passt zu Rivella. Ja, es sind schon mal zwei weitere bestellt. Und ich denke, man muss ein bisschen schauen, wie sich der Markt weiterentwickelt, mit welchen Technologien können wir was erreichen. Wir müssen auch herausfinden, wie ist das Auto im Alltag einsetzbar. Die Reichweite ist recht beschränkt. Wie geht das mit dem Tanken? Wie geht das mit den Tankstellen? Aber jetzt müssen wir mal herausfinden, wie das Ding überhaupt tut. Ich denke, die Hauptlast wird via Biodieselfahme laufen. Biodieselfahme bedeutet nichts anderes als Biodiesel aus Abfällen. Das ist ganz wichtig, dass man das immer wieder betont. Wir verarbeiten nicht irgendwelche Lebensmittel, so Treibstoff verarbeiten, sondern wirklich Abfälle werden Treibstoff. Das ist unsere, ich denke, das ist unsere Hauptinitiative. Welches das die zweitstärkste Initiative ist, das ist schwierig zu sagen. Das kann der Bahnverlad sein, das kann H2 sein, das kann aber auch unsere Gasfahrzeuge, wenn sie mal mit Biogas betrieben sind. Aber eben, wie gesagt, es braucht einen Strauß aus verschiedenen Technologien. Jeder Verkehr hat andere Bedürfnisse. Andere Bedürfnisse brauchen andere Antriebstechnologien. Und ich denke, H2 wird auf der langen Achse vermutlich die Technologie sein im Nutzfahrzeugbereich, die sich durchsetzen wird. Kurzfristig, mittelfristig werden wir mit Biodiesel sehr viel erreichen. Aber für Ende 2023 CO2-neutral zu sein, müssen wir halt einfach im Moment alles, was wir haben, müssen wir nehmen und einsetzen.